Wenn du jedes Mal zum Tausch was mitbringen musst, was dem anderen fehlt, gerade, das ist sehr schwierig. Also am besten, man hat so ein Mittel, dass wie ein Generalnenner wirkt, wie ein Generaltauschmittel. Und Geld hat diese Funktion. Und sie wurde von den Tauschenden, von den Händlern, vom Markt ursprünglich hervorgebracht. Und der Staat hat sie dann an sich gezogen, diese Geldfunktion, hat sie monopolisiert mehr und mehr. Anfangs nur Stempel, dann auch die volle Herrschaft über das Material, also statt Metall zum Beispiel Papier wie heute und so weiter. Und leider hat er aber der Staat, als er den Privaten das weggenommen hat, hat er leider dieses Monopol missbraucht. Jedes Monopol hat die große Gefahr, dass es missbraucht wird. Es gibt praktisch keins, wo die Monopolinhaber dieser Gefahr nicht erliegen. Darum sind wir ja so für Wettbewerb in der Gesellschaft. Und der Staat gebraucht, also die Politiker, sollte ich sagen, um nicht gleich den Fehler zu machen, den eben andere machen, dass sie abstrakter personalisieren. Den Staat gibt es nur in unseren Köpfen, Köpfen individueller Menschen. Also die Politiker haben die Macht über das Geld dazu benutzt, sich Macht zu kaufen sozusagen, sich beliebig Mittel zu verschaffen, um zum Beispiel auch Kriege zu führen, um Konjunkturen anzustoßen, um Leute zu bezirzen, Massen zu bestechen bei Wahlen mit sozialpolitischen Leistungen und so weiter. Und dies ganz besonders im 20. Jahrhundert. Also mit anderen Worten, das Kartellamt, die Kartellbehörden sollten sich dann auch mal für dieses gefährlichste aller Monopole interessieren. Das Geld.